University, New Delhi. Yeah. Over to you. Yeah, vielen Dank. So, unser Postland Session beginnt mit einem Vortrag von Dr. Helga Esselborn-Krumbiegel. Dr. Esselborn studierte Germanistik, Anglistik und Kabbalistik und lehrte am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Köln. Und sie gründete im Jahr 1997 das Schreibzentrum an der Universität Köln und 2003 das Schreibzentrum der Kölner Studentenwerks. Und sie hält Vorträge und Seminare im In- und Ausland zu wissenschaftlichen Arbeiten und Zeiten. Aber überhaupt heute, sie hat zahlreiche Publikationen. Ich möchte einige erwähnen, also Einzelpublikationen zu Hermann Hesse bei Reclam, unter anderem Literaturwissenschaft, Literaturwissen, Hermann Hesse, und im Cornelsen Verlag, Hermann Hesse, der Steppenwolf, sowie zahlreiche Aufsätze in nationalen und internationalen Sammelbänden, Strategien der Leserlenkung in Demien und Steppenwolf, Hesses Antwort auf die moderne Textkontingenz, sie erschien 2004, Gebrochene Identität, das Spiegelsymbol bei Hermann Hesse, 2021, also letztes Jahr. Hermann Hesses inszenierte Landschaften, Sehnsuchtraum, Projektion und Artefakt, 2021. Resonanz und Bild in Hermann Hesses Erzählung Narziss und Goldmund, in diesem Jahr erschienen. Und aktuellste Publikation, Herausgeberin in der Anthologie, Inspiration Hermann Hesse, eine Hommage in Geschichten. Er wird, ich weiß nicht, schon erschienen in Fulkamp in diesem Jahr. Ja. Dr. Esselborn. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder in Indien bin, wenn auch nur online. Ich war mehrfach in Indien, ich war sehr gerne dort. Und ich freue mich über die Einladung. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte zu Ihnen sprechen über das Thema Begegnung der Kulturen, Hermann Hesses Roman Siddhartha. Hermann Hesse ist nie in Indien gewesen. Die stimmungsvolle Vorstellung des hageren Asketen, der unter einem Bobaum im Kreis orange gekleideter Mönche den heiligen Schriften lauscht, trügt. Und doch hat Hermann Hesse sich sein Leben lang mit indischer Philosophie und Religion befasst und ihren Einfluss auf sein Denken, Dichten und Leben immer wieder hervorgehoben. Zitat: Schon sehr früh wandte ich mich indischen Studien zu, auch indischen Lebensmethoden, und fand innerhalb indischer und chinesischer Bildersprache meine Religion. Das heißt, die mir in Europa zu fehlen schien. Und er fährt fort: Die Lehre Buddhas war manche Jahre lang eigentlich mein Glaube und einziger Trost. Doch beginnen wir am Anfang in Calw, der mittelgroßen Stadt im Schwarzwald, die in Hesses Kindheit und Jugend ein Zentrum pietistischer Heidenmission, wie es damals hieß, war. Jetzt würde ich gerne diesen Missionsbrief von eben sehen, den Sie eingeblendet hatten. Und wenn das klappt, dann sehen Sie hier, ja genau, dann sehen Sie hier einen Missionsbrief der Basler Mission mit dem Titel Nachrichten aus der Heidenwelt. Heute würde man wahrscheinlich von Newsletter sprechen. Hesses Eltern und Großeltern waren, wie Sie wissen, jahrzehntelang in der indischen Mission tätig. Der Großvater Hermann Gundert ging im Auftrag der Basler Mission nach Kerala. In Deutschland gibt es übrigens bis heute eine sehr rege Hermann-Gundert-Gesellschaft, deren Vorsitzender mir diese historischen Fotos aus dem Archiv der Basler Mission zur Verfügung gestellt hat.
dieses und das nächste, genau. Hier sehen Sie ein Bild der ersten Missionsstation in den Nilgiri-Bergen in Kerala. Gundert entwickelte die erste Grammatik des Malayalam und verstand und schätzte indische Philosophie und Religion. Er übersetzte auch große Teile der Bibel ins Malayalam. Dieser Großvater wurde für den Enkel zum wichtigsten Vermittler indischen Geisteslebens. Aber auch die Eltern erzählten dem Kind Anekdoten aus ihrem indischen Leben und lasen ihm buddhistische Gebete vor, die der Vater selbst übersetzt hatte. Diese für die Zeit der Jahrhundertwende durchaus nicht selbstverständliche Weltoffenheit des Elternhauses machte den jungen Hermann also schon früh mit Indien bekannt. Und jetzt würde ich gerne das nächste Bild kurz einblenden. Können Sie das nächste Bild aufrufen? Ja. Einige dieser Bücher, Bilder, Fotos und die kleine Statue des tanzenden Shiva kann man heute im Hesse-Museum in Calw bewundern. So entdeckte der Knabe mitten im Schwarzwald das Indien seiner Fantasie und seiner Sehnsucht. Als er später die fatalen Folgen der heraufziehenden Industrialisierung und der Technisierung ganzer Lebensbereiche scharfsichtig kritisierte, wurde ihm dieses geistige Indien seiner frühen Jahre zu einem Gegenbild und zu einer Quelle spiritueller und lebensnotwendiger Veränderung. So, das Bild können Sie jetzt wieder ausblenden, bitte. Nee, das nächste noch nicht. Einfach ausblenden, wenn es geht, ja? So weit sind wir noch nicht. Einfach ausblenden. Als Hesse schließlich 1911 zu seiner Reise nach Südostasien aufbrach, suchte er aber nicht nur nach den Erinnerungen seiner Kindheit oder den Wurzeln indischer Geistigkeit. Er löste sich auch, wenigstens vorübergehend, aus der ihn beengenden Situation des Familienvaters. Er hatte bereits 3 Kinder und des angepassten, 1911 bereits erfolgreichen Literaten und Bürgers. Er schreibt: Die heutigen Psychologen nennen so etwas eine Flucht. Und natürlich war es unter anderem auch dies. Es war aber auch ein Versuch, Distanz und Überblick zu gewinnen. Zitat Ende. Zusammen mit dem Maler Hans Sturzenegger bereiste er von September bis Dezember 1911 Ceylon, damals hieß es noch so, heute Sri Lanka, Malaysia, Singapur und Sumatra. Zunächst ergriff ihn die fremde, üppige Natur, Zitat, die Wärme der feuchten Urwälder und die Dämmerung der goldenen Tempel. Aber noch bevor er das Indien seiner Eltern und Großeltern betreten konnte, brach er die Reise ab, früher als geplant, körperlich mitgenommen, in seinen Erwartungen enttäuscht. Rückblickend erkennt er später, Zitat, mein Weg nach Indien und China ging nicht auf Schiffen und Eisenbahnen. Ich musste die magischen Brücken alle selber finden. Ich musste auch aufhören, dort die Erlösung von Europa zu suchen. Ich musste das wahre Europa und den wahren Osten mir im Herzen und Geist zu eigen machen. Zitat Ende. Wie alle Europamüden seiner Zeit sucht auch Hesse zunächst in der Begegnung der Kulturen mit unverkennbar regressiver Tendenz im Fremden das Einfache, Sinnliche, Ursprüngliche. Schnell jedoch wird er sich der Vergeblichkeit seiner Suche bewusst. Zitat: Wir kommen voll Sehnsucht nach dem Süden und Osten, von dunkler, dankbarer Heimatsahnung getrieben, und wir finden hier das Paradies, die Fülle und reiche Üppigkeit aller natürlichen Gaben. Aber wir selbst sind anders. Wir sind hier fremd und ohne Bürgerrecht. Wir haben längst das Paradies verloren. Und das Neue, das wir haben und bauen wollen, ist nicht am Äquator,
und an den warmen Meeren des Ostens zu finden. Das liegt in uns und in unserer eigenen nordländischen Zukunft. Zitat Ende. Hermann Hesse stand mit seiner Indienbegeisterung durchaus nicht allein. In den 20er Jahren hatte der Buddhismus in Deutschland Hochkonjunktur. Begünstigt durch die Übersetzung der Upanishaden, der Bhagavad Gita und der Reden Buddhas ins Deutsche. Buddhistische Zirkel und Gesellschaften wurden gegründet, buddhistische Zeitschriften verbreiteten die Lehre Buddhas in ganz Westeuropa. Neben den Übersetzern waren es insbesondere die Dichter, die indisches Denken nach Europa vermittelten. Jetzt könnten wir bitte das nächste Bild einspielen. Neben den Übersetzern waren es ja die Dichter. Hermann Graf Kaiserlings, Hermann Graf Kaiserlings Reisetagebuch eines Philosophen, das Hesse sehr schätzte, erschien 1919 und berichtet von einer Weltreise durch die Tropen. Sein Motto: Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum, lässt ihn sich selber in den verschiedenen Kulturen immer neu erfahren. Lassen Sie das eine Weile stehen, weil ich zu den Titeln noch was sage. Für die geistige und religiöse Wiederentdeckung des Orients ist Kaiserlings Tagebuch deshalb ein unersetzliches Stück Kulturgeschichte. Wie Hermann Hesse wird aber auch ihm letztlich der Osten zum Spiegel des eigenen Selbst. Eher Ausdruck einer Sehnsucht als Reflex einer Erfahrung. In Waldemar Bonsels Indienfahrt, erschienen 1916, heute fast vergessen, in seiner Zeit aber ein Bestseller, schildert der Autor in einem bekenntnishaft subjektiven Erlebnisbericht seine Indienreise vor dem Ersten Weltkrieg. Auch Max Dautendeis ästhetisch-erotische Mythen, die er nach seiner Weltreise 1905 schrieb, sind heute weitgehend vergessen. Aber selbst noch heute bekannte Dichter der Zeit, wie Alfred Döblin und Stefan Zweig, greifen indische Motive auf. In seinem Versepos Manas gestaltet Alfred Döblin die Geschichte um Tod und Wiedergeburt eines indischen Fürstensohnes. Und Stefan Zweig greift in seiner Erzählung Die Augen des ewigen Bruders, wie schon Döblin, auf die Legendensammlung des altindischen Mahabharata-Epos zurück. Sie sehen, dass dieses hier zeitgenössische Cover sind. Deshalb habe ich sie Ihnen einmal zeigen wollen. Jetzt können Sie das gern wieder ausblenden. Aber das nächste noch nicht, wenn es geht. Diesen indischen Dichtungen ist eines gemeinsam. Im Zuge der Kritik an der eigenen Lebenswelt und der Flucht aus ihr erscheint ihnen das Fremde häufig als eine verklärte Gegenwelt. Deshalb haben Reiseberichte aus fernen Ländern und Romane in exotischer Szenerie im literarischen Exotismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Hochkonjunktur. In ihnen verbinden sich ästhetische Faszination und Wunschprojektion. Wir wissen, dass auch Hermann Hesse die damals sehr verbreitete Buddha-Biografie von Hermann Oldenberg kannte, dass er die Bhagavad Gita sowie die Upanishaden las. Indische Quellen, indische Philosophie und Motive hat Hesse auch immer wieder in seine Werke einfließen lassen. Die Sammlung Aus Indien enthält die indische Erzählung Robert Agion, die Geschichte eines angehenden Missionars, dem es, Zitat,
als eine ungeheure Frechheit und Überhebung erscheint, dass er als Abgesandter eines fernen Volkes hierher gekommen sei, mit der Absicht, diesen Menschen ihren Gott und Glauben zu nehmen und einen anderen dafür aufzunötigen. Zitat Ende. Auch Gedichte indischer Prägung durchziehen das gesamte Werk Hesses. Vom frühen Gedicht Glück, in dem es heißt, solange du nach dem Glücke jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein. Über Media in Vita, das im Umkreis des Siddhartha-Romans entstand und vom Kreislauf der Wiedergeburten handelt, bis zum späten Gedicht Stufen, seinem wohl bekanntesten Gedicht, das, wie viele, die es zitieren, gar nicht wissen, im indischen Lebenslauf Josef Knechts im Glasperlenspiel vom dauernden Neubeginn kündet. Als Hesse 1919 in Tessin schließlich die Arbeit an Siddhartha begann, hatte sich sein Leben seit der Indienreise dramatisch verändert. Seine Ehe war zerbrochen, seine Frau Mia in psychiatrischer Behandlung, die Kinder bei Freunden untergebracht. Hesse selber hatte sich, das wissen Sie, schon 1916 einer längeren psychoanalytischen Behandlung unterzogen, deren literarische Spuren sich im 1919 erschienenen Roman Demian wiederfinden. Die Niederschrift des Siddhartha fällt also in eine Zeit persönlicher und künstlerischer Neuorientierung. Es waren aber nicht die Reiseerinnerungen, die Hesse zu seiner indischen Dichtung inspirierten, sondern es war die Besinnung auf den Kern buddhistischer Weltanschauung. Nirvana als, wie Hesse in seinem Tagebuch niederschreibt, das Zurückkehren des Einzelnen zum ungeteilten Ganzen. Trotz seiner enttäuschenden Reiseerfahrungen bewahrt Hesse sich jedoch weiterhin das Bild des Orients als Wiege östlicher Philosophie. Rückblickend formuliert er dann auch als wichtigste Erfahrung seiner Asienreise die Einsicht, Zitat, dass es über die Völkergrenzen und Erdteile hinweg eine Menschheit gibt. Zitat Ende. Diese Idee von der Einheit der Menschheit und der Einheit der Gegensätze in jedem Menschen knüpft sowohl an seine Kindheitserinnerungen als auch an das idealisierte Indienbild der deutschen Romantiker an. In dieser Tradition ist Siddhartha der Versuch, in einem mythischen, ortlosen Indien die Einheit der Gegensätze zu erleben, für die die europäische Kultur kein Denkmuster bereitstellte. Ich zitiere: Ich suchte das zu ergründen, was allen Konfessionen und allen menschlichen Formen der Frömmigkeit gemeinsam ist, was über allen nationalen Verschiedenheiten steht, was von jeder Rasse und von jedem Einzelnen geglaubt und verehrt werden kann. In seiner Grundstruktur lehnt sich der Roman an die Lebensgeschichte des historischen Gautama Buddha an, der den Vornamen Siddhartha trug. Hesse erzählt Buddhas Leben jedoch nicht nach, sondern entwickelt aus seiner Biografie heraus die Demonstration eines Lebensmodells. Anknüpfend an die literarische Tradition des deutschen Bildungs- und Entwicklungsromans gestaltet er in dieser Lebensgeschichte zugleich ein Denkmodell. Das Lebenspanorama des Helden Siddhartha entfaltet sich von Jugend an durch Krisen und Entwicklungsphasen hindurch bis zum ihm gesetzten Lebensziel. Jedoch trägt diese Modellfigur kaum individuelle Züge. Sie ist ganz zum Medium der entworfenen Weltsicht geformt. Siddhartha überzeugt nicht
durch die besondere Eigenart seiner Person, sondern durch seine Verweisfunktion auf die ideelle Botschaft des Romans. Jetzt würde ich gerne das nächste Bild einspielen. Siddharthas Lebensgeschichte ist klar gegliedert. Die Stationen seines Weges durch scharfe Zäsuren getrennt. Die zwei Teile des Romans berichten von Siddharthas Suche nach dem Selbst, seinen Irrtümern und Wandlungen und seiner schließlichen Erlösung. Im ersten Teil erfährt der junge Mönch die Vergeblichkeit der Selbstsuche auf dem Weg traditioneller Frömmigkeit. Der intellektuell geschulte Brahmanensohn spürt immer wieder das Ungenügen des bloßen Wissens, dem kein Erleben zugrunde liegt. Er verlässt sein Elternhaus und schließt sich zusammen mit seinem Freund Govinda den Samanas, wandernden Bettelmönchen, an. Diese Illustration des Siddhartha-Romans, die Sie hier sehen, stammt von dem Künstler Jayanta Gomez aus Sri Lanka und zeigt Siddhartha und Govinda bei den Asketen. Der Künstler hat mir seine Bilder freundlicherweise für diesen Vortrag zur Verfügung gestellt. Wir erleben, wie beide, Govinda und Siddhartha, sich den religiösen Regeln der Entbehrung, der Meditation und des Schmerzes unterwerfen. Siddhartha jedoch diese Traditionen sehr bald in Frage stellt. Dem existenziellen Dialog, den er als Büßer im Kreise der Samanas erlebt, folgt stets die Rückkehr ins Ich, dem er als Asket gerade zu entrinnen suchte. Zitat: Er schlüpfte aus seinem Ich in tausend fremde Gestaltungen. Aber ob auch die Wege vom Ich hinweg führten, ihr Ende führte doch immer zum Ich zurück. Zitat Ende. Nach der Begegnung mit Buddha erkennt Siddhartha, dass er in diesem Dialog sich selber fremd geworden ist. Als er einsieht, dass sein ganzes Bemühen um Askese und Selbstüberwindung nichts weiter ist als Flucht vor dem Ich, beschließt er, in die Welt der Kindermenschen zurückzukehren, um sich selbst in der Erfahrung wiederzugewinnen, sich der Welt zu stellen, anstatt ihr zu entfliehen. Jetzt würde ich gerne das nächste Bild einspielen. Ja, der zweite Teil des Romans führt Siddhartha mitten hinein ins Leben, in die Erfahrung der Liebe und des äußeren Erfolgs. Nachdem er bei der schönen Kurtisane Kamala die sinnliche Liebe gelernt hat, sucht er, um ihr zu gefallen, Reichtum und Erfolg. Hier sehen Sie also Siddharthas erste Begegnung mit Kamala. Durch den Kaufmann Kamaswami erreicht er Reichtum und Wohlleben, aber Wohlleben, Spielsucht und Habgier machen ihn krank. Ein Traum führt ihm schließlich sein wertloses, gegenwärtiges Leben vor Augen. Seiner inneren Stimme folgend sucht er am Fluss seine Zuflucht. Als er in seiner Verzweiflung nahe daran ist, sich dem strömenden Wasser zu überlassen, rettet ihn der Klang der heiligen Silbe Om, die Vollkommenheit und Vollendung bedeutet. Als Schüler des Fährmanns Vasudeva lernt er nun, dem Fluss zu lauschen und die Einheit allen Lebens zu begreifen, an der der einzelne Mensch liebend teilhat. Jetzt würde ich gerne das Bild mit Vasudeva einspielen. Ja. Nach Jahren wird er noch einmal durch die leidvolle Liebe zu seinem Sohn in die Welt der Kindermenschen zurückgerissen, denn dieser Liebe kann er nicht entsagen. Aber bald erkennt er, dass auch der Jugendliche seinen eigenen Weg gehen muss. Lange leidet Siddhartha an der Trennung von seinem Sohn.
bis er lernt, auch die Kindermenschen, deren Herz an äußeren Erfolgen hängt, nicht zu verachten, sondern zu lieben als seinesgleichen. Erst als er sein Leiden durch die Liebe zu allem Seienden überwindet, erreicht Siddhartha sein Ziel. Zitat: In dieser Stunde hörte Siddhartha auf, mit dem Schicksal zu kämpfen, hörte auf zu leiden. Auf seinem Gesicht blühte die Heiterkeit des Wissens, dem kein Wille mehr entgegensteht, das die Vollendung kennt, das einverstanden ist mit dem Fluss des Geschehens, mit dem Strom des Lebens, voll Mitleid, voll Mitlust, dem Strömen hingegeben, der Einheit zugehörig. Zitat Ende. Nach Vasudevas Tod bleibt Siddhartha als Fährmann am Fluss und begegnet dort noch einmal seinem alten Freund Govinda, der in ihm den vollendeten Erleuchteten erkennt, der sein Ziel erreicht hat. Der Lebensweg Siddharthas hat mit dem des historischen Buddha nur wenig gemein. Hesse Siddhartha verlässt wie Gautama Buddha das Elternhaus, zieht als Bettelmönch umher, lebt am Ufer eines Flusses und findet unter einem Baum spirituelle Erleuchtung. Beiden wird schließlich die Vision der Einheit alles Seienden zuteil. Jedoch anders als der historische Buddha lehnt Siddhartha jede Lehre, jede Nachfolge ab. Auch die hinduistische Lehre der vier Lebensstufen, von denen die Upanishaden sprechen und an die Siddharthas Biografie in ihren Anfängen angelehnt scheint, erfüllt sich im Roman nicht. Anstatt nämlich von Stufe zu Stufe fortzuschreiten, durchlebt und durchleidet Siddhartha existenzielle Krisen, die sich, auch das ist bemerkenswert, eher im Ethos chinesischer Weisheit klären als im asketischen Denken indisch-buddhistischer Religiosität. Hesse selber bemerkt in einem Brief an Stefan Zweig, Zitat: Mein Heiliger ist indisch gekleidet, seine Weisheit aber näher bei Lao Tse als bei Gautama. Zitat Ende. Der taoistische Gedanke der Wandlung impliziert, dass Veränderung nur durch das Zusammenwirken der Gegensätze geschieht. Die Gegensätze stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sind Pole eines Lebens. Hier würde ich gerne das nächste Bild sehen. Hesse kannte diese Philosophie des chinesischen Gelehrten Lao Tse aus verschiedenen Übersetzungen bereits vor seiner Indienreise. Unter anderem maßgebend für ihn war die Übertragung der klassischen Gründungsschrift des Taoismus, des Tao Te Ching, durch den protestantischen Theologen Richard Wilhelm im Jahr 1911. Das Problem der einander scheinbar ausschließenden Gegensätze im eigenen Ich hatte Hesse bereits in seinem Roman Demian in einem kühnen Entwurf polarer Welten gestaltet. In Siddhartha wird die Integration der Gegensätze eingebettet in die Schilderung indischer Frömmigkeit. Weltverzicht und Liebe zur Schöpfung verbinden sich in Siddharthas Entwicklung zu einer fernöstlich-christlichen Synthese. So hat Hesse denn auch eine einseitig östliche Interpretation seines Romans abgelehnt. Er schreibt: Siddhartha ist ein sehr europäischer. Buch. Trotz seines Siddharthas Leben findet seine Erfüllung gerade nicht im Nirvana, nicht, wie der historische Buddha lehrte, in der Erlösung aus der ewigen Wiederkehr, sondern in der Liebe zu allem Seienden. Das heißt, die Welt zu durchschauen, sie zu erklären
Sie zu verachten, mag großer Denker Sache sein. Mir aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu können. Dieses sagt er gegen Ende des Romans bei seiner letzten Begegnung mit seinem alten Freund Govinda. So wendet sich Siddhartha endgültig von der Lehre Buddhas, von Weltverneinung und Verzicht ab und der taoistischen Weltbejahung zu. Zugleich ist die Liebe zu allem Seienden aber wiederum eine zutiefst christliche Haltung. Hermann Hesse wusste um diese Rückwendung zur christlich-abendländischen Tradition. Er schreibt, dass mein Siddhartha nicht die Erkenntnis, sondern die Liebe oben anstellt, dass er das Dogma ablehnt und das Erlebnis der Einheit zum Mittelpunkt macht, mag man als ein Zurückneigen zum Christentum, ja als einen wahrhaft protestantischen Zug empfinden. Zitat Ende. Es ist offensichtlich, dass Hesse in Siddhartha, wie in fast jedem seiner Texte, seine eigene emotionale und geistige Entwicklung gestaltet. Von der Lösung aus dem streng pietistischen Elternhaus über die Suche nach alternativen Lebensentwürfen hin zur grundsätzlichen Skepsis gegenüber jeder Heilslehre. So verwundert es auch nicht, dass er seinen Roman Siddhartha später den Ausdruck meiner Befreiung vom indischen Denken nannte und hinzufügte, Siddhartha ist allerdings ein Ketzer. Ein Ketzer, so könnte man hinzufügen, der Konventionen sprengt und Lehren überschreitet. Jetzt können Sie das Bild vom Tao Te Ching ausblenden. Und das nächste noch nicht. Einfach freilassen. Das nächste kommt später. Wunderbar. Und doch war es nicht Hesses antidogmatische Skepsis, die seine Zeitgenossen begeisterte, sondern die Botschaft der Liebe, der tiefe Gedanke der Einheit. Sie rühmen die Begegnung der Kulturen in der Synthese fernöstlicher und abendländisch-christlicher Überzeugung. Die Weisheit und zugleich die Einfachheit dieser Lebensgeschichte. Dabei gilt ihnen Hesses weltanschauliche Toleranz als Vorbild. Die Philosophie des Romans allein aber erklärt nicht hinreichend die sogartige Wirkung, die Siddhartha bei Lesern in Ost und West gleichermaßen entfaltet. Was ist es, das diesen Roman, wie der amerikanische Schriftsteller Henry Miller schrieb, zu einer wirksameren Medizin als das Neue Testament werden ließ? Ist es das indische Gewand, in dem buddhistische, chinesische, aber durchaus auch christlich-abendländische Glaubenswahrheiten Gestalt gewinnen? Ist es die Offenheit, ja mitunter sogar Beliebigkeit des Textes, die vielfältige weltanschauliche Projektionen erlaubt? Ist es der Held Siddhartha, der als Vorbild, Modell und Identifikationsfigur den Leser fasziniert? Sicherlich tragen all diese unterschiedlichen Facetten zur Wirkung des Romans bei. Vor allem aber ist es die Sprache, die rhythmisierte Prosa, die den Leser unweigerlich in ihren Bann schlägt. Diese Sprache klingt durch ihre Formelhaftigkeit gleichsam liturgisch. Wie in einem Ritual werden feste Wendungen wiederholt, die dem Roman zuweilen die Gleichförmigkeit meditativer Gebetstexte verleihen. Ich zitiere. Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flussufers bei den Booten, im Schatten des Feigenbaumes
wuchs Siddhartha auf. Diese starke Stilisierung auch der vorgeblichen Realitätsschilderungen unterstreicht den legendenhaften Charakter des Romans, geradezu seine Gleichnishaftigkeit. Diese meditativ-liturgische Sprache bestimmt übrigens auch ein ganz aktuelles literarisches Zeugnis, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Der Schriftsteller Andrew Bogou schreibt, nein, also das literarische Zeugnis, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, ist das Werk Writing Through Siddhartha von Andrew Bogou aus dem Jahr 2021. Der Autor aus Trinidad generiert in seinem experimentellen Werk in Anlehnung an den Komponisten John Cage neue Textmuster. John Cage greift in seinem Werk Writing Through Finnegan's Wake auf James Joyces berühmten gleichnamigen enigmatischen Roman zurück, wählt Wörter, Silben und Buchstaben daraus willkürlich aus und setzt sie durch Reading, Singing, Whispering zu lautpoetischen Gedichten neu zusammen. Andrew Bogou seinerseits greift auf eine Vorlage zurück, die das Computerprogramm Janus Note zur Verfügung stellt. Dieses Programm spaltet Hesses Roman in einzelne Fragmente auf und ordnet sie alphabetisch. Aus diesem Fundus wählt Bogou nun einzelne Elemente aus, arrangiert sie neu und konzentriert sich dabei auf Hesses meditativ-liturgische Sprache, die den Leser und mehr noch den Zuhörer tatsächlich ins Zentrum des Romans führt. Da Bogous Texte gehört werden wollen, stellt der Autor selber übrigens eine gesprochene Version seiner Textcollagen zur Verfügung. Dies ist also ein ganz aktueller Bezug auf Hesses meditative Sprache und zugleich ein Zeugnis der Begegnung der Kulturen, nicht nur geografisch, sondern sozusagen medial. Trotz des indischen Gewandes bleiben Szenerie und Handlung aber schemenhaft, ortlos. Trotz der historischen Einkleidung verläuft Siddharthas Biografie unhistorisch, zeitlos. Dieser Roman spielt in einem Wunschland oder, wie der Schriftsteller Adolf Muschk in einem Funkgespräch sagte, in einem Never-Never-Land. Hermann Hesse traf mit dieser Gestaltung und Aktualisierung eines Mythos ins Zentrum der aktuellen Diskussion seiner Zeit. Wie Thomas Mann und Alfred de Blin, um nur diese beiden zu nennen, bemühten sich Dichter und Philosophen der 20er und 30er Jahre darum, einen neuen, lebensnotwendigen und zugleich zeitlos aktuellen Mythos zu schaffen. Niemals und immer, wie es in Gottfried Benns Südseegedicht Palau von 1921 heißt. Siddharthas Lebensweg kann in seiner Gleichnishaftigkeit in jedem Land und jeder Zeit, in jedem Kulturkreis nachvollzogen werden. Und Hermann Hesses weltweite Wirkung belegt dies eindrucksvoll. Dennoch ist das Exotische in diesem Roman mehr als bloße Kulisse. Die exotische Szenerie öffnet den Blick des abendländischen Lesers allererst für neue spirituelle Erfahrungen jenseits seiner eigenen kulturellen Grenzen. Der Leser geht, bildhaft gesprochen, den Weg in die Fremde, der nie wieder völlig ins vertraute eigene zurückführt.
Erst auf diesem Umweg durch die Fremde erschließt sich der Leser mit Siddhartha den Zugang zum eigenen Ich, das in der Begegnung mit dem Fremden ein anderes geworden ist. Dabei löst sich die historische Einkleidung nach und nach in der Zeitlosigkeit des weltanschaulich-religiösen Entwurfs auf. Die neu gewonnene Einheitserfahrung aber, in der sich die Spannung von Fremdem und Eigenem löst, ließ sich offensichtlich nur im Mythos aussagen. So wird in Siddhartha Zerfall und Reintegration des Ich in der Gestaltung des Mythos durchgespielt. Hesses offene Texte wie Flötentraum, Klein und Wagner, Der Steppenwolf, aber auch Demian deuten zwar ebenfalls eine Reintegration der Gegensätze an, gestalten sie aber im Werk selber nicht. Demgegenüber erscheint der Siddhartha-Roman als geschlossener Text, der in archetypischen Situationen und symbolischen Begegnungen die Synthese der Gegensätze tatsächlich gestaltet. Am Ende des Romans kehrt Siddhartha in der Vision seines Freundes Govinda in die Einheit des ungeteilten Ganzen zurück. Sichtbar wird diese neue Synthese in einem Bild. Siddharthas Gesicht, das gerade noch schließt sich über der Tiefe der Tausendfältigkeit. Über der Tiefe der Tausendfältigkeit im Vater neben dem Steppenwolf eine Rolle. Es war die Zeit des Vietnamkrieges, der Friedensbewegungen, der Abkehr vom bürgerlichen Lebensstil. Hesse wurde in dieser Zeit zum meistgelesenen europäischen Autor in den USA. Siddhartha zum Spitzenreiter. Schon seit den späten 50er Jahren lassen sich Anspielungen an Hesses Werke in der Literatur der Beat Generation und Flower Power Bewegung entdecken. Spätere Momentaufnahmen, die das Lebensgefühl der aufbegehrenden Studentengeneration und der Intellektuellen in den späten 70er Jahren einfangen, lassen sich ebenfalls in literarischen Werken entdecken. Jetzt würde ich gerne das nächste Bild einspielen. Stellvertretend für die Romane der amerikanischen Subkultur der 60er Jahre kann Tom Wolfes Roman The Electric Cool Acid Test von 1968 stehen, die Ken Caseys Busfahrt mit seiner Hippie-Community Merry Pranksters schildert. Dieser Ken Casey, Autor des durch seine Verfilmung berühmt gewordenen Romans One Flew Over the Cuckoo's Nest, gründete eine Hippie-Kommune, die 1964 eine psychedelische Reise von San Francisco nach New York in einem bunt bemalten Schulbus unternahm. Dieses ist also der Originalschulbus, der den Namen Further trug. Ihre LSD-Trips, Visionen und Rituale werden in szenisch verdichteten Skizzen im Roman lebendig. Die Merry Pranksters spüren auf ihrer einzigartigen Reise Hesses Gegenwart. Zitat: The present moment, now, the Kairos, it was like the man, Hesse, had been on acid himself and was on the bus. Zitat Ende. Und Timothy Leary, der Guru der Hippie-Bewegung, empfiehlt: Vor deiner LSD-Sitzung solltest du Siddhartha und der Steppenwolf lesen. Sehr wahrscheinlich hatte Hesse selber keine Drogenerfahrungen. Aber die magischen Momente der Bewusstseinserweiterung
und die Reise ins eigene Innere bestätigen die aufbegehrende junge Generation in ihren Lebensentwürfen. Hesses Außenseitertum, seine fernöstliche Mystik und antimaterialistische Haltung boten ganz unterschiedlichen Gruppierungen der sogenannten Counterculture nachhaltige Identifikationsmöglichkeiten. Auch die sprunghaft wachsende Gegenkultur in den 70er Jahren in der BRD machte Hesses antidogmatische Weltanschauung zu ihrem Credo. Siddhartha galt ihnen als Roman der Selbstbefreiung. Jetzt würde ich das Bild gern ausblenden. Trotz aller bisherigen Erklärungen und Entdeckungen zur Wirkung des Siddhartha bleibt letztlich die Frage, wie sich die fortdauernde Faszination dieses Romans auch über die Zeit politischer und gesellschaftlicher Krisen hinaus verstehen lässt. Gehen wir in unserer Interpretation noch einen Schritt weiter. Wir haben gehört, dass Hesse seinen Siddhartha in einer persönlichen und künstlerischen Krise schrieb. Seine psychoanalytische Behandlung fällt in diese Zeit. Zugleich zwang ihn eine Schreibkrise, die Arbeit am Siddhartha-Manuskript mittendrin für anderthalb Jahre zu unterbrechen. Hilfe in bedrängten Zeiten boten ihm, so hat er selbst immer wieder betont, die asiatischen Lehren auf der einen und die Psychoanalyse auf der anderen Seite. So sah er auch seine beiden Romane dieser Krisenjahre, Demian und Siddhartha, als Stücke desselben Weges. Demian betone das Werden der Persönlichkeit, Siddhartha das Durchdrungenwerden von Gott. Beide schildern, wie er sagt, das Zurückgehen hinter die Gegensatzpaare, das Annehmen des Chaos. Und er fährt fort, wir sollen wenigstens für ein einziges Mal alle Werturteile weglassen und uns selber ansehen, so wie wir sind oder wie die Äußerungen des Unbewussten uns zeigen, ohne Moral, ohne Edelmut und all den schönen Schein, in unseren nackten Trieben und Wünschen, unseren Ängsten, Beschwerden. Zitat Ende. In Siddhartha nun gewinnen psychoanalytische Einsicht und Selbsterfahrung im fernöstlichen Gewand dichterisch Ausdruck in der symbolischen Gestaltung archetypischer Situationen und Begegnungen. Diese Synthese asiatischer Weisheit und westlicher Seelenkunde, die Hesse bewusst vollzog, könnte die enorme fortdauernde Faszination des Buches erklären. Jetzt hätte ich gerne das Schlussbild, weil es ein Symbol ist. Der Ketzer Siddhartha ist ein Suchender, der alle Lehren hinter sich lässt, um sich selber zu finden. Das aber bedeutet mit Hesses Worten, den innersten, wesentlichen Kern jeder Seele zu finden, der göttlich und ewig ist. In dieser Begegnung der Kulturen, der westöstlichen Synthese, in der Einheit von traditionsgebundener Überlieferung und moderner Lebenspraxis, ist Siddhartha in unserer Zeit kultureller Konfrontationen hochaktuell. Zukunftsweisend ist deshalb seine Rolle als Wegbereiter eines interkulturellen Dialogs, den Hermann Hesse so beschreibt. Wir sollen und wollen nicht bekehren und bekehrt werden, sondern uns öffnen und weiten. Wir erkennen östliche und westliche Weisheit nicht mehr als feindlich sich bekämpfende Mächte, sondern als Pole, zwischen denen fruchtbares Leben schwingt. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Dr. Essimon, für diesen spannenden Vortrag. Und
so dass, wie Sie das vorgetragen haben und mit allen Bildern und Beispielen und Referenzen, vor allem aus Süden, Kerala, hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, jetzt ist die Zeit für Diskussion, Fragen, Bemerkungen, Kommentare, Polemik sogar, wenn es erlaubt ist. Ja. Wer stellt die erste Frage? Darf ich? Ich wollte keine Frage, nur ja, ich wollte mich herzlich bedanken für diesen ganz, ganz aufklärenden Vortrag, würde ich sagen. Also Sie haben Zitate als einmal nicht nur als einen indischen, einen asiatischen Text oder ein europäisches Buch, wie Hessel selbst, dass Sie, also Sie haben das geöffnet, den Text geöffnet, das geöffnet für eine weltweite, eine wirklich offene Lektüre. Und das ist, da bedanke ich mich sehr bei Ihnen. Vielleicht kann ich da was ergänzen, wenn es recht ist. Ja, bitte. Dieses Weltweite hat ja einerseits den Aspekt der Einfluss der östlichen Religion und Philosophie auf Hesse, die Verbreitung und Akzeptanz im Westen. Was ich aber in der Entwicklung der Siddhartha-Rezeption hochinteressant finde, das ist, dass die Deutung, die Hesse durch Siddhartha dem Buddhismus gibt und der buddhistischen Praxis, die Auslegung, die damit auch transportiert wird, dass die, wie Religionswissenschaftler neuerdings sagen, auch eine Rückwirkung gehabt hat auf die asiatische Praxis und das Verständnis des Buddhismus. Das ist ja eine Wechselwirkung, die wir bisher gar nicht im Blick gehabt haben. Ich weiß nicht, ob da heute Morgen schon die Rede davon war. Ich konnte da leider nicht dabei sein. Es gibt aus Amerika vor allem von einem Religionswissenschaftler eine sehr detaillierte Studie dazu, der auflistet, dass vor allem in drei entscheidenden Punkten das, was er den modernen Buddhismus nennt, nicht den modernen westlichen, sondern den modernen Buddhismus, dass sich der in drei Punkten ganz gravierend unterscheidet und dass diese Veränderung, die die Rezeption des Buddhismus im Westen erfahren hat, reimportiert wird, sage ich mal, in den asiatischen Raum. Und dass auch Literatur, er weist nicht nur auf Siddhartha hin, auch auf andere Literatur, auf Siddhartha aber ganz entscheidend, dass dieser Roman zu dieser Entwicklung beigetragen hat, fand ich einfach aktuell eine ganz wichtige Überlegung. Herzlichen Dank. Weitere Fragen, Kommentare? Ja, Melind. Ja, danke, Babu. Vielen ganz herzlichen Dank, Frau Esselborn, für einen sehr interessanten Vortrag. Und ich fand auch die Ergänzung dazu ganz einsichtsvoll, was Sie gerade so erzählt haben. Ich habe nur eine kleine Frage zu etwas, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, der Präsentation. Und das war das Zusammensein aller Gegensätzlichkeiten bei Hesse in Siddhartha. Also dafür gab es in Europa keine Denkmuster, haben Sie gesagt. Habe ich Sie ganz richtig verstanden da? Und da musste ich eigentlich an den frühromantischen Begriff der Universalpoesie denken.
ob nicht so ein ganz inklusiver Begriff im europäischen Denken und sogar also die Sehnsucht nach Indien und nach dem Osten und so weiter ist ja Hesse sowie den Frühromantikern gemeinsam. Und ob nicht das als ein Denkmuster betrachtet werden könnte, das allinklusiv ist sozusagen. Das ist nur eine kleine Klärungsfrage zu dem, was Sie da gesagt hatten. Das ist alles. Vielen Dank aber für den Vortrag. Ja, also das ist eine interessante Idee. Ich könnte jetzt spontan nicht sagen, Sie wissen das sicher genauer als ich, wann dieser Begriff der Universalpoesie aufgekommen ist, wann der eigentlich so einen neuen Diskurs eröffnet hat. Wissen Sie das? Ja, wann heißt im frühen 19. Jahrhundert, das ist bei den Frühromantikern, oder späten 18. Jahrhundert. Ja, okay, das ist klar. Hesse, obwohl er sich ja intensiv auf die Romantik bezogen hat und sich auch als Neuromantiker selber immer bezeichnet hat, spricht von diesem Begriff, wenn ich mich nicht täusche, nicht. Das Konzept ist da, aber es ist nicht als eine Lösung für die Desorientierung am Beginn des 20. Jahrhunderts aufgenommen worden, wenn ich das richtig sehe. Ja, danke. Ja, Herr Weidemann. Danke, Babu, danke, Frau Esse von Krumwegel, für den sehr, sehr schönen Vortrag, der sehr viele der Fragen und Diskussionen aufgegriffen hat, über die wir schon in den früheren Stunden was gehört haben. Ich hätte eigentlich eine relativ ketzerische Frage, nämlich inwieweit Sie der These zustimmen würden, dass die englische Übersetzung, die ja die ersten englischen Übersetzungen Hesses Texte, die philologisch wirklich nicht akkurat sind und die Sprache auch also drastisch verändern, lesbarer machen, auch einiges zu seiner Popularität gerade in den USA in den 60er und 70er Jahren beigetragen haben. Also wenn ich die philologischen korrekteren Übersetzungen von den letzten Jahren lese, auch von Steppenwolf, finde ich das Ganze weniger gut lesbar. Also ich mache das hier teilweise auf Englisch, eben im Unterricht mit Nicht-Germanistik-Studierenden. Und ich gehe dann immer zu den Erstübersetzungen zurück, die viel schöner zu lesen sind und aber, wie gesagt, weiter von Hesses Original entfernt. Also danke für den schönen Vortrag. Wir kennen Sie alle aus gerade den Werken zum wissenschaftlichen Arbeiten sehr, sehr gut als DAD-Lektoren. Dankeschön. Ja, danke. Das ist interessant mit den Übersetzungen. Also ich kenne natürlich im Unterschied zu Ihnen nicht alle Übersetzungen, die es gibt. Ja? Die ich kenne, ja. Ist eine interessante Idee, dass das auch ein Transportmittel war und mit für die Faszination verantwortlich ist. Aber im Grunde ist das ja was wir immer beobachten. Also, dass eine Übersetzung, die von einem Übersetzer gemacht wird, der glaubt, sich Freiheiten nehmen zu müssen, dass die dann sehr frei ist und dass sie immer, immer geprägt ist von der Überzeugung des Übersetzers. Also, dass der Übersetzer auch teilweise Sätze und Passagen einbaut. Ich las gestern eine lange Besprechung in der Süddeutschen Zeitung über die Übersetzung von Ulysses. Wie diese Ulysses-Übersetzung vollständig frei ist. Ganze Sätze, die Joyce nie geschrieben hat. Ja? Also das ist üblich. Und ich glaube, es ist schwer zu sagen, was der Anteil am Erfolg des Romans ist. Ist eine tolle Idee, müsste man philologisch nachgehen, aber bisher, ich weiß es nicht. Ja, gibt es Fragen? Ich wollte Sie kurz fragen, das ist ja, also es bezieht sich kaum auf den Inhalt, aber ich sehe in den letzten Jahren, Sie sind sehr viel produktiv, also in Bezug auf Hesse-Veröffentlichungen. Also fast jedes Jahr, also oder ja. 2021 und 2022 sogar. Und
ist diese Aktualität von Hesse, also können Sie etwas darüber sagen oder ob Sie das so wahrgenommen haben, dass eine neue Aktualität von Hesse? Ja, ja, ich glaube schon, also wenn man auf Zeugnisse, aktuelle Zeugnisse schaut, also ich führte diesen André Begout an. Ich habe mich auch ganz aktuell mit den Spuren, und zwar ganz manifesten Spuren Hermann Hesses in der amerikanischen, japanischen und deutschsprachigen Literatur beschäftigt. Sie wissen, dass Ingo Cornels und Neil Cunningham diesen Band herausgeben, Hesses Global Impact. Und in diesem Band habe ich ein Kapitel, also einen Beitrag über diese Spuren in den drei Literaturen, und zwar von den 60er Jahren bis heute. Und mein Ehrgeiz war natürlich, als ich dieses Thema übernahm, tatsächlich auch ganz aktuelle Spuren zu finden. Und das ist der Fall. Also ich kann Ihnen Spuren bis in dieses Jahr nennen, in der Literatur, in Romanen hauptsächlich, in Romanen und Kurzgeschichten, wo entweder Hesse als Figur auftaucht, er spielt mit, wo Werke Hesses genannt werden, wo Zitate aus Hesses Werken erscheinen, wo Figuren erscheinen. Das ist die eine Schiene, die Literatur. Die andere Schiene finde ich auch hochinteressant, es sind Diskurse. Hesse wird in Anspruch genommen für ganz aktuelle, jedenfalls im Westen, aktuell geführte Diskurse. Da würde ich gerne wieder auf diesen eben genannten André Begout zurückkommen. Er interpretiert sehr engagiert Siddhartha als einen Roman über die Freiheit sexueller Selbstbestimmung. Also er deutet ihn als einen Roman über Homosexualität. Und ich habe das hier, möchte ich mal zitieren. Er sagt, I write the central struggle of Siddhartha not as a concern with the meaning of existence, but as an illustration of the hollowness of life in which one's true sexuality is suppressed. Also man könnte wirklich sagen, die Begegnung der Kulturen geschieht auch durch die Begegnung unterschiedlicher Diskurse. Es gibt auch aktuelle Überlegungen zu seinen Gedichten, wo Schriftsteller aufgefordert wurden, seine Gedichte als Vorlagen zu nehmen für eigene Texte. Das Aktuellste ist natürlich der Band, den ich im Sokamp Verlag jetzt gerade herausgegeben habe, der im Mai diesen Jahres erschienen ist, die Inspiration Hermann Hesse, eine Hommage in Geschichten. Da hatte ich die Idee, was würde denn rauskommen, wenn wir Schriftsteller, ich konnte nur Deutschsprachige ansprechen, wenn wir Schriftsteller und Schriftstellerinnen bitten, sich von Hesse inspirieren zu lassen zu eigenen, überwiegend fiktiven Texten. Und diese Texte sind also alle gerade entstanden. Und auch da ist es interessant zu sehen, worauf beruft man sich denn? Welche Werke sind da im Kanon? Welche werden aufgegriffen? Welche etwas entlegeneren werden hinzugezogen? Auf welche Komponenten wird Bezug genommen? Also ich will jetzt nicht behaupten, es sei eine Renaissance wie der Hesse-Boom in den 60er, 70er Jahren. Ganz bestimmt nicht. Aber die Wahrnehmung ist da und die Präsenz ist da auf den unterschiedlichen kulturellen Ebenen. Das heißt doch, ich meine, Sie würden das nicht in individuellen Rahmen, das ist Hesses Aktualität, würden Sie auch in einem zeitlichen Rahmen, das heißt Literatur Anfang des 20. Jahrhunderts, also die Hesse und andere, also wie Thomas Mann und viele andere, dass eine Aktualität möglich ist, also, oder
austaucht irgendwie. Meinen Sie heute? Heute so aktuell? Ja, ja, genau. Parallel zu Hexe. Nein. Also, dass die führenden Schriftsteller sich mit Hesse beschäftigen, ist flächendeckend im Moment, glaube ich, nicht der Fall. Aber wenn Sie einfach mal schauen, zum Beispiel, wer eben in der eben genannten Anthologie vertreten ist, dann sind das alles Schriftsteller, die wir kennen, die auch einen Namen haben, jedenfalls bei uns. Aber die ganz große Rezeption ist so, glaube ich, nicht da. Aber es ist etwas da, ja? Sagen, einigen wir uns darauf. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Dr. Helga Esselborn, für diesen Vortrag und für die Reaktionen und Fragestellungen. Ja, zurück zu Viva. Ja, herzlichen Dank nochmals, Frau Dr. Esselborn, Mihir. Yes, thank you, Professor Esselborn. Ich muss mich auch bedanken, auch für das Einspielen der Fotos. Vielen Dank, dass Sie das für mich gemacht haben. Gerne. Thank you, Professor Esselborn, for the insightful presentation. Thank you, Professor Thaliat, for the moderation. We would now be moving to the next session.